Hola, Signore und Signore. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. In der letzten Part von Pokémon Alpha Saphir haben wir erlebt den Berg und das Ende von dem Berg. Und dann waren wir in Quellen, heiße Quellen. Aber die waren aber nur für Pokémon und nicht für uns. Und eigentlich war das nur ein Soundcheck, aber ich glaube, die Soundpegel sind gut genug, dass ich einfach weitermachen kann mit der Folge. Hallo, wir sind wieder da mit Pokémon. Ist doch nicht toll, mein Nintendo 3DS mit der Capture Card ist kaputt. Ich habe ein Ausleihgerät. Deswegen kam so lange nichts. Aber ich habe schon einen neuen bestellt. Der wurde auch schon verschickt. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Ich würde ja den anderen zur Reparatur geben, aber der Japaner ist absolut nicht mehr anschreibbar und deren Geräte wurden auch schon seit über einem Jahr teilweise an Leute nicht mehr ausgeliefert. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass ich von denen niemals irgendwas hören werde oder da auch nichts bestellen sollte. Deswegen habe ich, lange Rede gar keinen Sinn. Bald geht es auf jeden Fall zu 100% mit 1000 Backup-Geräten weiter und das sollte dann hoffentlich nie wieder passieren. So. Was haben wir denn jetzt hier alles Cooles noch? Kann man hier noch irgendwelche coolen Dinge machen? In der Arena abrocken. Waren wir schon in der Arena? Wir waren noch nicht in der Arena, ne? Lavia. Brennende Leidenschaft. Alles klar. Wer bist du denn? A dance and soul, give me the power. Ach, der ist schon wieder alte. Er hat mich alt genannt. That's my corrupt way of life. Understand you, Mangalover? No. Oh, that does me in the Seele weh. Oh Gott, jeez! Oh, das tut... That does me in the Kopf weh. Here, nimm, vielleicht helps dir ja dabei, meine corrupt way of life zu understand, du Fool. Hat er mich... Wie hast du mich gerade genannt? Schwarzstanz! With deinem soulful dance goes the party and the angry threat von deine Pokémon voll ab. Das ist my Karate Ray of Life, oh yeah. Oh, tu mal lernen, Tüte Deutsch bei Pokémon Aldi, ey. Was geht bei dem? Hallo, Opa? Pokémon mit der Fähigkeit Robustheit sind von... Pokémon mit der Fähigkeit Robustheit. Hallo. Pokémon mit der Fähigkeit. Oh ja, Opa, ist gut jetzt. Hab ich's verstanden. Ja, ist gut. Also wollte ich hier nochmal Sachen kaufen. Hallo, Sida. Willkommen im Pokémon Supermarkt. Womit kann ich dienen? Hallo, ich meinte, hallo. Pokébälle, 2 Stück bitte. Dankeschön. Superbälle, 2 Stück bitte. Ja, dankeschön. Superbälle, 2 Stück bitte. Dankeschön. Freunig. Belieber. Belieber, bitte. 2 Stück, dankeschön. Topschutz, 5 Stück. Danke, bitteschön. Auf Wiedersehen. Nein, danke, ich will nichts mehr. Ich sehe, dass du da hinten Premierbälle auf dem Regal hast. Premierbälle. Wie geht es eigentlich meinen Pokémon? Imatikibis, richtig ready. Okay. Der Sound klingt irgendwie anders, oder? Also, der Sound hier klingt irgendwie, als käme aus Boxen oder so. Mit dem Nintendo 3DS. Naja, Hauptsache das Bild ist gut. Das ist besser übrigens, das Bild. Finde ich. Weiß ich nicht. Egal, ich gehe jetzt da rein. Hallo. Der feurig aus. Hi Günther, na, alles cool bei dir? Ich meinte, cool hier drin eher so weniger. Oh, wie sieht's aus, Honey? Auf dem Weg zum Champion, jo. Flavia, die Arena-Leiterin von Bad Nova, startet 2 Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Geh mir nicht zu nahe, sonst verbrennst du dich. Schlecht, ihr feierst stattdessen mit Wasser. Hals und Beinbruch. Okay. Das ist nicht cool. Okay. Ich falle hier ständig ins Wasser. Was ist das denn? Aha.
Toll. Da käme ich also wieder nach unten und... Ey, sieh da. Hallo. Oh, Mensch, ist das heiß. Oh, das ist heißes Wasser und da steht er die ganze Zeit drin. Jetzt kommt Hendrik. Hallo, Hendrik. Kamaub. Quack, quack. Hallo, Smudkip. Okay, cool. Ich möchte, dass du die Aquaknarre einsetzt. Ja, Wunderbärchen. Läuft doch wie Geschmiedchen. Da gibt es Umchen. Wächtchen für das. Oh, jetzt sind wir Stufe 30. Jetzt sind wir unbesiegbar. Sehr schön. Schneckmark, nö. Wenn ich es schon so leicht habe und mit einem Wasser-Pokémon hier total easy durch kann, dann sollen wir das auch mal weitermachen, denn das sind alles Feuer-Pokémon. Und mein kleines Mudkip, mein inzwischen recht großes Mudkip, kann das ohne Probleme handeln. Mir ist der ganze Schweiß in die Augen gelaufen. Ach so, das tat so weh. Oder meinst du... Hä? So ein heißes Bad regt den Kreislauf an. Und Gelenkschmerzen lassen sich damit auch kurieren. Ja. Dann fallen wir mal hier runter. Pock. Was ist hier? Huch. Ich hab schon zu lange heiß gebadet. Lass uns endlich kämpfen. Ich verschrumple wie eine Rosine. Ninja-Junge Tello. Smogon, das ist kein Feuer-Pokémon. Du bist hier falsch. Er hatte mir eine Feuer-Pokémon-Arena versprochen und jetzt sowas. Aber auch du wirst mit der Aquaknarre deine Probleme haben. Sag ich doch. Claire Smog. Das ist nicht sehr effektiv. Ah, das kann Statusveränderungen aufheben. Interessante Attacke. Etwas, was Schaden macht und Statusveränderungen aufhebt, finde ich gut. Alle Statusveränderungen, sowohl Paralyse, Schlaf, Gift. Ja, wenn du so lange im heißen Wasser warst, ist es kein Wunder, dass es dir komisch ist. Aber auch Initiative und Angriffsveränderungen, ich meine, das ist ja auch ein Statuswert. Mann, ist mir komisch. So lange im Wasser zu sein, ist ja auch überhaupt nicht gesund. Ah, vielleicht sollte man nicht so lange baden. Mein Pokémon und ich, wir sind völlig ausgelaugt. Das ist aber gar kein Seifenwasser. Wieso seid ihr denn ausgelaugt? Hey. Ich versuche hier Stress abzubauen. Was fällt dir also ein, mich zu stören? Du bist doch gegen mich gelaufen. Ich habe dich gar nicht verfolgt oder von der Seite angequatscht. Hey, Hagen. Ein Schneckmark also. Ich finde schon, dass die Farben viel besser sind hier von der Capture Card. Naja, wie dem auch sei. Aquaknarre. Bimsen. Oder auch nicht. Das nützt dir jetzt gar nichts mit dem Härtner, Schneckmark. Denn deine Verteidigung ist völlig irrelevant für meine Spezialattacke, die Aquaknarre. Die ist nämlich nicht physisch. Also letztendlich schon, weil er bekommt sie ja direkt ab, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Och, das guckst du deprimiert, wenn das besiegt wird. Ich hoffe, Flavia wird dich ordentlich rösten. Jetzt geröstetes Brot. Hallo, und dann gehe ich mal gleich zu der hier weiter. Oh, wie hübsch die Ecke ist. Achso gut, ich werde dir den Gefallen tun und gegen dich antreten. Och, du musst nicht, du kannst mir auch so dein Geld geben. Aua, schon wieder voll ins Gesicht, Chantal. Da ist nur Chantal, die Chantal hat's mit Ditsche ein. Das mit Ditsche ist aber auch hier richtig chantalisch. Los, Mudkip, mach mal das Chantal platt. Aquaknarre. Einfach Aquaknarre. Und auf welchem Planeten hast du gedacht, dass das viel Schaden machen würde? Oh. Ein Volltreffer. Nice, Mudkip. Nice. Richtig gut. Richtig nice. Warte, Chantal, platt los. Hau drauf hier. Yes. Noch ein Volltreffer.
Ja, was geht denn? Nice. Ja, schön. Ich hab das Chantal platt gemacht. Wie stark bist du denn? Ich bin doch zu Chantal. Ich hätte dich doch töten müssen. Ja, ja, Chantal, was hast du jetzt davon? Das ist voll gefährlich. Vorsicht, Ninja-Kind. Ha, das war unachtsam von dir. Jetzt wirst du große Mühe haben, meine Ninja-Kunst der Tarnung im Dampf zu durchschauen. Ach, kein Problem. Ich guck einfach, wo die aufgequollenen Rosinen sind und dann habe ich dich. Raphael mit seinem Smogon, ihr seid ja kreativ. Mein Vorgänger hatte auch schon ein Smogon, das hat ihm auch nichts genützt. Wiggle, wiggle. Nicht ungeduldig sein. Ants. Give me sight, ja bitte. Aua. Und da hat sich das Smogon auch schon wieder verzogen. Der Smog hat sich verzogen. Ja, frisches Wasser, Luft, genau. Gesunde Luft, wollte ich sagen. Ah, ich habe heißen Dampf in die Augen bekommen. Genau daran lag es, dass du verloren hast. Nein, der Dampf hat mich geblendet. Hier bin ich bestimmt falsch. Kann dein Pokémon-Team die Hitze meiner Pokémon wegstecken? Ja, vielleicht. Aber es ist ein Ass-Trainer. Utbert. OT-Bert. Ach so. OT, ja. Hm, ist schon klar. Los, Mudkip. Du bist dran. Mudkip, reiß dich zusammen. Setz die Aquaknarre ein. Geh zieh zwischen die Augen. Ja, klasse. Das hätte sogar fast gereicht. Wow, der Hitzekoller sieht ja toll aus. Die Attacke sieht wirklich richtig gut aus. Hat auch richtig viel Schaden gemacht. Und das, obwohl wir ja ein Wasser-Pokémon sind und nur die Hälfte des Schadens nehmen. Tja, aber unsere Aquaknarre ist ein bisschen effektiver. Kecleon. Habe ich schon Kecleon gesagt? Dann nehme ich mal meinen Sizzle. Mudkip, hast du gut gemacht, aber du hast zu viel Screentime. Los, Sizzle the Nizzle of the Hizzle Popizzle, the Shizzle the Nizzle Dizzle Popizzle. Hizzle. Wäre es mit dem Irrschlag? Puff, puff. Schlitzer, das könnte sehr wehtun. Das hält sich in Grenzen. Hypnose, maybe? Ja, erster. Oh nein, er hat die Attacke abgewehrt. Wenn es jetzt einen Volltreffer gibt, wird es unangenehm. Okay, muss mein Pokémon wechseln. Dann schlage ich um Ampharos vor. Sizzle of the Hizzle Popizzle, hast du voll Nizzle gemacht. Geh mal in den Schizzle zurück, ey. Oder so. Bling, bling. Klitscher. Selbstverständlich. Kampf. Donnerschlag, Elektroball. Elektroball. Oh, das ist schlecht. Richtig, der konnte ja Farbwechsler. Das war nicht, Eisenschweif, maybe? Das war nicht sehr effektiv, hat aber gereicht. Ja, weil Elektro-Pokémon ist ja quasi spontan zu einem Elektro-Pokémon geworden und naja. Ganz schön stark, so ein Kecleon. Die Hitze war nicht ausreichend. Der guckt so freundlich. Endlich mal einer, der freundlich guckt, mir nicht ins Gesicht tritt. Soll ich jetzt hier reingehen? Ja, ne? Ui. Noch ein Trainer. So erschöpft, wie du aussiehst, willst du dich doch sicher ein Weilchen im heißen Wasser hier ausruhen, oder? Aber du solltest wissen, dass es für einen Trainer sehr wichtig ist, sowas auch mal hinten anstellen zu können. Hartmann, was glaubst du mir hier Vorschriften machen zu wollen? Quack, quack. Karmaub, mag ich ja. Das ist ein niedliches Pokémon.
Aber mein Mudkip ist viel süßer und mein Mudkip setzt jetzt Aquaknarre ein, Lust, zerstöre das Karma auf. Oder mach es kampffähig, meinte ich natürlich. Oh, das ist. Dann kippt es einfach um. Das ist schon manchmal ziemlich brutal, das Spiel. Oh. Oh ja. Spielbar mit dem Feuer verbrennt man sich schon mal. Hahaha, ein Feuerwitz. Ich möchte ganz gerne ein Tafelwasser, wie passend, einsetzen. Für meinen Sizzle sicherheitshalber auch, falls wir dich brauchen. Und dann schauen wir mal, wo wir hier landen, wenn wir dieses Podest nach oben nehmen. Ach, wir haben es geschafft. Ja, du siehst ja fancy aus. Verdammt hübsche Arena, muss ich sagen. Muss man dir lassen. Endlich! Ich dachte schon, du Winzling, schaffst es nie hierher. Meine bescheidene Aufgabe besteht darin, ich meine natürlich, mein Name ist Flavia, merke ihn dir gefälligst. Ich bin die Arenaleiterin, kapiert? Ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Arenaleiterin bin. Ich habe nämlich das Talent meines Großvaters geerbt. Dürfte ich dir, ich meine natürlich... Jetzt zeige ich dir die heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickelt und verfeinert haben. Jawohl! Feuer frei! Wow! Lady, chill deine Basis. Lavia. Gut aus. Sehr schick. Ein Schneckmack. Fällt dir hier richtig harte Geschöpfe auf. Alter, der Hintergrund. Schaut euch mal den Hintergrund der Arena an, wie gut das aussieht. Voll schön. Am Kampf, Aquaknarre, bitte. Sehr schön. Mudkip ist doch ganz schön stark geworden. Karmaub auch. Keine Risiken eingehen. Wir werden keine Risiken bei diesem Kampf eingehen. Wir setzen einfach Mudkip ein. Schön mit unserem Attackenvorteil arbeiten. Oh, wie sich unser Mann gefreut. Wow, schon wieder ein One-Hit. Das läuft richtig gut für uns. Kurtel, nein, ich möchte weiterkämpfen. Kurtel ist ein langsames, aber ziemlich starkes Feuer-Pokémon, das sehr schnell werden kann, wenn es will, wie ein Beyblade. Und obwohl man denken möchte, es wäre vielleicht irgendwie so Gesteinfeuer, ist es ein Feuer-Pokémon. Ja, das war jetzt keine gute Idee, weil jetzt kommt noch meine Aquaknarre. Und damit geht dieser sehr spannende Kampf dann wohl auch schon langsam zu Ende. Wow. Aha, ich darf mich beim Kämpfen nicht so verkrampfen. Nee, das tut dir gar nicht gut. Entspann dich mal. Entspann dich einfach. Ah, ich glaube, ich habe etwas übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arenaleiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mir das beigebracht hast, indem du all meine Pokémon fast gewonnen hast. Sehr motivierend. Dafür hast du dir das hier verdient. Wow, der sieht hier richtig cool aus. Boah, den hätte ich echt gerne selber. Wisst ihr das so als Anstecker? Als Brosche sieht er bestimmt toll aus. Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Ab sofort kannst du außerdem VM-Attacke Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier ist doch ein Zeichen meiner Anerkennung. Nimm ruhig. Hitzekoller, cool. Hitzekoller ist eine Feuerattacke, die beim Gegner großen Schaden anrichtet, aber gleichzeitig wird auch der Spezialangriff des Anwenders stark gesenkt. Für längere Kämpfe ist sie deshalb nicht geeignet. Hey, kann Sizzle die lernen? Na nee, Moment. Ja, hier. Feuer-Pokémon, also Feuerattacken prinzipiell. Oh, keiner kann Hitzekoller lernen. Ich dachte mal, das wäre so ganz cool. Eigentlich wäre ja dann.
Wäre ja das dann eigentlich für war das nicht Togetic, das... Oder, nee, wer hatte diesen... Nee, Sizzle hatte doch dieses, dass seine Statuswerte nicht gesenkt werden konnten. Genau, Umkehrung. Ey, das wäre voll gut, so eine Attacke zu können und mit Umkehrung zu arbeiten. Will ich jetzt eigentlich wieder hier hin? Nicht den ganzen Weg zurück. Moment. Lass uns mal gucken. Ich glaube, hinter ihr war auch noch eine Plattform. Die Plattform hinter ihr erscheint mir... Kann ich da jetzt hin oder so? Nein. Kann ich hier einfach wieder runtergehen? Ach so, alles gut. Sehr schön. Tja, Günther, ich hab gerockt. Hey, das war ein glühend heißer Kampf. Boah, der hat auch schon mal mehr gesagt. Ja, großartig für uns gelaufen. Ich würde sagen, das haben wir richtig gut gemacht. Huch. Hey, Briggs? Ah, nee, dir geht es also gut. Dann bin ich ja beruhigt. Seit diesem Zwischenfall mit Team Irgendwas habe ich mich gefragt, ob du deine Reise planmäßig fortsetzen konntest, weißt du? Wie soll ich sagen? Ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Was? Du hast danach nochmal gegen diese Leute gekämpft? Du hast gewonnen? Du bist wirklich eine Klasse für dich, Honey. Ich habe großen Respekt vor dir und deinem Team. Dieser funkelnde Stein, den du da hast, ist also der Meteorit, den du von ihnen zurückgeholt hast? Ach ja, das hier wollte ich dir schon vor einer Weile geben. Moment. Oh, ein Wüstenglas, cool. Mit diesem Wüstenglas solltest du die Wüste auf Route 111 problemlos durchqueren können. Da gibt es bestimmt ein paar Pokémon, denen man außerhalb der Wüste nicht begegnet. Verlockend, ha? Huh? Du hast ja den Arena-Orden von Bad Lava-Stadt. Dann hast du also sogar Flavia besiegt, Honey. Dein hartes Training macht sich offenbar bezahlt. Dann ist dein nächstes Reiseziel bestimmt die Arena deines Vaters, Norman, in Blütenburg City. Also, ich will auch nach Blütenburg City. Wie sieht's aus? Sollen wir zusammen nach Blütenburg City gehen? Ja, warum nicht? Super, dann mal los. Yay. Speedback Tracking. Da wären wir. Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich drück dir beide Daumen für den Arena-Kampf, Honey. Ich will, dass du gewinnst. Also dann, mach's gut. Das könnte etwas härter werden, weil die Arena ist ja jetzt schon über unserem Level quasi, ne? Aber wir sind so sehr schnell hierher gekommen und ich... Trainieren kann ich notfalls immer noch, aber ein paar härtere Kämpfe wären nach der Arena jetzt natürlich ganz cool. Dann machen wir morgen gleich schon wieder eine Arena? Das ist ja cool. Aber erstmal meine Pokémon heilen. Und dann müssen wir bald mal wieder trainieren, weil mein Togetic ist ja noch nicht so weit. Okay, cool. Dann würde ich sagen... War es das erstmal für die heutige Folge Pokémon Alpha Saphir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Bewerten, fürs Liken, fürs Teilen. Und auch für die Fanarts. Ihr dürft mir natürlich weiterhin gerne Fanarts schicken. Gerne via Twitter und Co. Die stelle ich natürlich dann auch gerne aus. Was ich heute übrigens vergessen habe. Aber... Kip! Matt! Kip! Das hole ich dann beim nächsten Mal nach. Ist... Meinte... Tschüss!